willkommen zur ersten Sondersendung Skype des BLRA. Wir haben hier eine Aufzeichnung für euch der ersten Live-Sendung zusammengestellt, wo wir drei Experten zum Thema Coronavirus befragt haben, um möglichst viele eurer Fragen loswerden zu können. Die Experten, die hier in dem Video ihre Fragen beantworten, das sind zum einen Frau Professor Norina Lauer. Sie ist Professorin für Logopädie in Regensburg. Theresa Reminger. Theresa leitet eine Praxis in Forchheim. Und Professor Walter Huber, vielen bekannt auch nicht nur durch die Würzburger Aphasietage, sondern als Größe auch in der Aphasie. Er war Professor für Neurolinguistik an der RWTH Aachen. Ja, bevor wir mit den ersten Fragen einsteigen, ganz wichtig, bleibt informiert, informiert euch, weil täglich haben die Wissenschaftler neue Erkenntnisse zum Thema Coronavirus und die Tipps und Hinweise können sich auch nochmal verändern. Und der zweite wichtige Hinweis, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr wirklich denkt, ihr braucht medizinischen Rat, das soll das hier nicht ersetzen, sondern ruft bitte bei eurem Arzt an und fragt dann wirklich nach medizinischem Rat, wenn ihr meint, ihr habt das eine oder andere Problem, das in die Richtung gehen kann. Aber jetzt wollen wir in die ersten Fragen starten und wir freuen uns auf eine Fortsetzung. Ich glaube, dass die Bewegung ganz wichtig ist. Also jetzt dauernd nur drin zu bleiben. Man muss ja auch alles tun, damit man sich fit hält. Und dazu gehört natürlich auch Bewegung. Die ist ja oft, wenn man eine kleinere Wohnung vielleicht hat, gar nicht in der Wohnung so gut möglich. Insofern ist es, glaube ich, durchaus sinnvoll, rauszugehen. Aber man sollte eben sehr genau schauen, wohin geht man. Man sollte also nicht irgendwo, gerade wo leider viele Menschen aktuell hingehen, ist in irgendwelche Parks und sich dann doch wieder irgendwo hinsetzen und mit irgendwelchen anderen Leuten in Kontakt kommen. Das sollte man vermeiden. Aber wenn man in der Nähe einen Wald hat, wo man einen ruhigen Waldweg hat, wo man sich aus dem Weg gehen kann oder auch durch Straßen, wo man weiß, da ist nicht so viel los, da kann ich gut auf den Bürgersteig gehen und mich von Leuten trotzdem fernhalten. Die gehen an mir vorbei, aber 2 Meter entfernt von mir, dann ist das Spazierengehen trotzdem ganz wichtig. Man darf spazieren gehen und auch draußen Sport machen, aber man sollte sich jetzt nicht irgendwo draußen mit anderen Menschen dann wieder treffen. Wenn man sich unterhält, dann tatsächlich auch aus einer weiteren Entfernung sich unterhalten, so wie man es normalerweise nicht macht, weil es dann unhöflich wäre, dass man sich nicht leiser unterhält gemeinsam, sondern man muss tatsächlich einen großen Abstand wahren. Aber rausgehen ist trotzdem auch für die Gesundheit gut. Also ich fasse das mal in meinen Worten. Also durchaus trainieren und die Krise nutzen, den Körper möglichst fit zu halten, sich vielleicht auch, Sie haben Gebiete angesprochen, wird es vielleicht noch ergänzen, vielleicht auch Uhrzeiten, vielleicht mal früher aufstehen und mal rausgehen, wenn noch nicht so viele unterwegs sind und dann aber auch vielleicht mal ein paar Meter weiter laufen oder den Rolli anschieben, als man das sonst gemacht hat, damit man wenigstens eben auch körperlich fit bleibt. Ja, da finde ich jetzt das Projekt, das der Landesverband Bayern hier anregt, dass man den Chat mehr ausnutzt, ganz zentral, ganz wichtig. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Selbsthilfegruppen gerade jetzt in der Zeit der Corona-Krise ihre eigenen Konferenzen schon eingeleitet haben. Prinzipiell wäre das möglich. Selbsthilfegruppen könnten über Skype miteinander täglich reden. Ich persönlich mache das zum Beispiel mit meinen Enkelkindern. Ich habe jeden Tag eine Vorlesestunde zusammen mit meiner Frau, wo wir den Enkelkindern, die ganz verteilt leben, was vorlesen. Ähnliches kann man natürlich unter Aphasikerinnen und Aphasikern mit Hilfe der Selbsthilfegruppen machen. Dazu wäre es allerdings wichtig, dass man immer sowohl jemanden hat, der technisch versiert ist, als auch inhaltlich gute Anregungen gibt, was man da machen kann.
Eindeutig. Also die gesamte Situation der Rehabilitation ist für insbesondere für die chronischen Patienten, aber auch für die Patienten nach der Akutphase mit vielen Fragezeichen verbunden. Nicht jede Reha-Klinik kann die bisherigen Programme, die entwickelt wurden für aphasische Menschen, einfach so weiterführen. Ich weiß es von der eigenen Station in Aachen, wo ich eben einige Jahrzehnte lang Direktor sein durfte, dass die Station versucht, ihr Angebot weiterzumachen, dass aber die Patienten große Auflagen haben. Es können nicht die üblichen Besuche möglich, es sind die üblichen Besuche sind nicht möglich. Das Weggehen am Wochenende für den therapeutischen Urlaub ist nicht möglich. Die Kollegen müssen auch darauf hinweisen, dass wenn die Situation das ist nun die spezielle Situation einer Universitätsklinik, wenn die wegen der Corona-Krise kritischer wird, dann kann es auch sein, dass Therapien abgebrochen werden. Norina Lauer wird sicher zur besonderen Situation der ambulanten Versorgung Stellung nehmen. Ja, die Corona-Krise bedeutet deutliche Einschränkungen in den Möglichkeiten der Rehabilitation. Das ist jetzt eine Möglichkeit, so wie wir uns jetzt auch sehen, mit dem Klienten direkt face-to-face, also von Angesicht zu arbeiten, noch unabhängig von anderen programmbasierten Verfahren, die es ja zusätzlich auch noch gibt und die teilweise auch schon angewendet werden innerhalb der einzelnen Stunden. Mhm. Aber das, was jetzt sehr neu ist, ist einfach die Möglichkeit, das Ganze über ein Videogespräch zu machen und da im Vorfeld sich auch einfach zu überlegen, welche Materialien können denn überhaupt eingesetzt werden, was ist zielführend, was ist der nächste Schritt in der Therapie und wie ist die effektivste Umsetzung da dahinter. Und das sind alles im Moment so Faktoren, die man immer wieder in den letzten anderthalb Wochen oder zwei Wochen jetzt fast schon mitbekommen hat. Ja, das Ganze bietet sowohl Risiken als auch Chancen, glaube ich. Also einmal Risiken in dem Sinne, dass natürlich eine kontinuierliche Therapie so erstmal wahrscheinlich gar nicht gewährleistet werden kann überall. Aber auch die Chance, die Teletherapie schneller auszuprobieren und schneller voranzubringen, als wir das vielleicht überhaupt jemals gedacht haben. Dazu kann man sagen, dass es seitens der Krankenkassen ja bisher auch gar keine Möglichkeit gab, zum Beispiel Teletherapie durchzuführen. Und jetzt damit plötzlich eine Möglichkeit eröffnet wird, die auch durchaus genutzt wird. Es wurde ja eben angesprochen, wie sieht das in den privaten, in den ambulanten Praxen aus. Das kann ich natürlich nicht für das gesamte Bundesgebiet sagen und auch nicht für ganz Bayern, für alle Regionen. Aber ich weiß von meinen eigenen Studierenden, mit denen ich natürlich im Austausch stehe, dass die Praxen vielfach auf Teletherapie umgestellt haben und verschiedene Patientinnen und Patienten über Teletherapie behandelt werden. Das klappt nicht bei allen Problemen, nicht bei allen Patientinnen und Patienten gleich gut. Aber bei der Aphasie beispielsweise haben durchaus viele Studierende mir berichtet, dass sie jetzt Patientinnen und Patienten auch per Teletherapie betreuen. Setzt aber voraus, dass die Technik überall vorhanden ist, dass die Therapeutinnen und Therapeuten in der Lage sind, das so zu tun. Die müssen sich ja auch mit der Technik erstmal auseinandersetzen. Also insofern ist, glaube ich, die Frage, wie lange dauert auch das Ganze mit dem Coronavirus an, inwiefern das dann auch natürlich Leute zurückwirft, auch in ihren Entwicklungen oder nicht so vorankommen lässt, wie man sich das ja wünscht, wenn man eine Aphasie-Therapie macht. Also die häufigste
Krankheitsursache für eine Aphasie ist ja der Schlaganfall. Und die erste Frage wäre, sind Patienten, die einen Schlaganfall durchgemacht haben, sind die deshalb eine besondere Risikogruppe? Da wird man zunächst festhalten müssen, dass der Schlaganfall als solcher kein Grund ist für eine besondere Risikogruppe, die dazu führt, dass man leichter durch das Coronavirus angesteckt wird. Oder dass man eine Risikogruppe ist, bei der der Verlauf einer Infektion besonders kritisch verlaufen würde. Allerdings haben sehr viele Patienten, die einen Schlaganfall durchgemacht haben, noch zusätzliche Risikofaktoren, also gesundheitliche Risikofaktoren. Die bekanntesten sind Bluthochdruck, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sind Zuckererkrankungen. Und beim Vorliegen solcher zusätzlichen gesundheitlicher Risiken hat man ein erhöhtes Risiko für einen schwierigen Verlauf bei einer Infektion durch den Coronavirus. Also um es nochmal festzuhalten, der Schlaganfall als solches oder auch eine Hirnverletzung ist kein erhöhtes Risiko, aber die oft zusätzlich bestehenden Vorerkrankungen, die gesundheitlichen Risiken, die zu einem Schlaganfall führten, können den Verlauf einer Coronavirus-Infektion erschweren und schwieriger machen. Und deshalb sind viele Patienten mit Aphasie, haben ein erhöhtes Risiko, wenn sie dem Coronavirus ausgesetzt sind. Da gelten genau die gleichen Maßgaben, die auch für die sonstige Bevölkerung gelten, dass man natürlich, wenn man weiß, dass man, wie gerade beschrieben wurde, zu einer Risikogruppe gehört, dass man besonders vorsichtig ist, dass man schaut, dass man möglichst auch, wenn man das Haus verlässt, um spazieren zu gehen, sich von anderen Menschen fernzuhalten, dass man in dem Fall tatsächlich auch versucht, ob andere Personen für einen einkaufen gehen können, damit man eben dort kein Risiko hat, anderen Menschen zu begegnen. Da geht es ja immer darum, wie nah komme ich anderen Menschen, damit eine Übertragung möglichst eben vermieden werden kann. Insofern gelten da aus meiner Sicht genau die gleichen Verhaltensregeln wie für alle anderen auch. Dass wir als erstes Abstand halten. Wenn wir uns sehen, am besten 2 Meter auseinander, höchstens 1,5 Meter. Außerdem sollten wir uns die Hände so öfter am Tag gründlich mit Seife waschen. Insbesondere, wenn wir einkaufen waren oder wenn wir draußen waren und Geländer angefasst haben. Zurückkommen ins Haus, immer sofort die Hände waschen. Auch ein Fläschchen mit einem Desinfektionsflüssigkeit, die man vielleicht in der Tasche hat, kann hilfreich sein, wenn nicht gerade ein Waschbecken mit Seife zur Verfügung steht. Dann ganz wichtig, das, was wir so gerne machen, uns die Hände reichen beim Guten Tag sagen und beim Auf Wiedersehen sagen oder auch, es ist ja auch in Deutschland üblich geworden, sich links und rechts das Küsschen zu geben. In Belgien macht man sogar 3-mal. Das können wir in ganz Europa nicht mehr machen und das gilt eben auch für aphasische Menschen. Schließlich sollte man Erkältungssymptome haben, Husten, Schnupfen, Niesen, immer in die Ellbogenbeuge oder mindestens mit der vorgehaltenen Hand, also bitte nicht offen in den Raum pusten, das verbreitet Viren wie nichts, sollte man das Pech haben, dass man infiziert ist. Ganz wichtig ist es, dass wir uns an die Kontaktsperre halten, dass wir so viel es geht zu Hause bleiben und
eben nur die für den Spaziergang in der freien Luft oder wenn nötig zum Einkaufen das Haus verlassen. Und auch keine, so bitter das ist, keine Besuche empfangen. Schließlich treten Symptome auf, dann bitte nicht einfach zum Hausarzt gehen oder in die Notaufnahme, sondern unbedingt vorher die bekannten Hotlines, die bekannten Telefonnummern anrufen und vorher besprechen, was zu machen ist. Ich würde sagen, versuchen Sie sich nicht zurückzuziehen, sondern mit anderen in Kontakt zu kommen. Versuchen Sie, sowas wie Skype zu nutzen oder das Telefon, wenn das einfacher für Sie ist. Und ja, versuchen Sie, gesund zu bleiben, sich fit zu halten. Gehen Sie spazieren, aber versuchen Sie, sich trotzdem von anderen Kontakten räumlich fernzuhalten. Also ich kann mich der Frau Lauer eigentlich nur anschließen, dass man versucht, seinen Alltag trotzdem so strukturiert weiterzuleben, wie man es sonst auch gemacht hat und sich da nicht unterkriegen zu lassen. Aber auf der anderen Seite einfach auch mit Bedacht vorzugehen und vorher zu überlegen, wie kann ich vielleicht manche problematische Situation umgehen und in Kommunikation bleiben, obwohl ich weiß, dass es vielen, die mit einer Aphasie kämpfen, besonders schwer fällt, zum Hörer zu greifen oder auch sich mit dem Internet zu beschäftigen. Aber vielleicht ist es gerade jetzt die freigeräumte Zeit durch manch einen Ausfall von Terminen so zu nutzen, dass man sich da vielleicht doch wieder, vielleicht auch gemeinsam eine neue Beschäftigung sucht und mal versucht, sich da reinzuarbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, die darauf angesprochen werden, vielleicht auch zu helfen, sei es im eigenen häuslichen Kontext und in den Bereich, den man häufiger sieht, dass die da auch gerne helfen würden. Denken wir an unsere Stärken, denken wir an das, wo wir schon immer gut waren und was uns vertraut ist. Lassen wir uns nicht unterkriegen vor Ansteckungsangst, vor Belastungen. Denken wir an das, wo wir stark sind und speziell die Personen mit Aphasie haben so viel reiche Möglichkeiten, in Bildern zu denken, mit Körpersprache sich zu verständigen, an tolle Dinge aus ihrem Leben, die sie geleistet haben, zurück sich zu erinnern. Und auch auszuprobieren, ob das eine oder andere funktioniert im kreativen Bereich. Ein bisschen, wenn es geht, von der Motorik her zu basteln, zu malen. Oder wie vorher schon gesagt, ein kleines Tagebuch führen, obwohl man eine Aphasie hat. Sprache mit Aphasie machen. Das wäre mein Tipp. Ich danke der Frau Norina Lauer und dem Walter Huber. Ich danke aber für auch allen, die mitgeholfen haben, ja, dass wir das Chat heute hingekriegt haben und all denen, die heute mitgemacht haben, ja, und ich denke, ja, das ist der richtige Weg, ja, genau, wenn man überlegt, ja, bei Teletherapie, ja, was für ein Bedarf, was für eine Notwendigkeit, wir können dort mit unserem Skype, was wir gemacht haben, ja, quasi ein Pilotprojekt machen. Und ja, ich denke, wir machen so weiter. Ich bin mir ganz sicher, ja, durch die heutige Veranstaltung, das war ein großer Erfolg. Dankeschön.